Hallihallo, ihr Lieben, und herzlich willkommen in meiner Küche. Ja, ich möchte mit euch heute eine Resteverwertung machen, und zwar aus Eiweiß. Ja, viele kennen ja das Problem, Plätzchen backen und Eiweiß übrig oder Eierlikör machen und so viel Eiweiß übrig. Ihr könnt das Eiweiß eingefrieren und dann auch für dieses Rezept, wir machen nämlich Baiser, einfach auftauen und dann weiterverarbeiten. Also Eiweiß muss nicht komplett frisch sein. Ich empfehle euch auch wirklich Eiweiß herzunehmen, was wirklich 1 bis 2 Tage schon im Kühlschrank war. Wichtig ist auch beim Eiweiß schlagen, dass es komplett getrennt ist vom Eigelb. Also es darf nicht einmal ein Butzele vom Eigelb drinnen sein, sonst gelingt es euch nicht. Und der Mixtopf muss fettfrei sein. Also da darf auch kein Fett sein. Und wenn ihr auf das alles achtet, dann schaut so aus. Ich habe es jetzt praktisch die erste Ladung, weil ich mein Eiweiß schon verwertet habe, vor einer Woche gemacht. Schaut mal, wie knusprig die sind und haben mit Farbtupfer. Und die möchte ich mit euch heute wieder herstellen. Luftig dann aufbewahren, heben sie ewig. Was natürlich nicht sein darf, dass Luft hinkommt, Luftfeuchtigkeit macht sie nämlich weich und lätschert und dann schmecken sie auch nicht. Fangen sie an zu tränen. Ja, ich glaube, ich habe jetzt alles Wichtige gesagt. Genau, ihr könnt eingefrorenes Eiweiß hernehmen, ihr könnt Eiweiß hernehmen, was schon 1, 2 Tage im Kühlschrank war. Ja, ich habe meine gestern Abend getrennt. 5 Eier. Wir setzen jetzt den Mixtopf den Schmetterling in den Mixtopf ein. Was ganz arg wichtig ist, auch dass der Mixtopf fettfrei ist. Sollte ihr unsicher sein, tut es einfach mit etwas Salzwasser dann ausspülen, also praktisch 1 Liter Salzwasser, Wasser hinein, einen halben Teelöffel Salz und paar Sekunden, praktisch 10 Sekunden auf Stufe 3, praktisch das umspülen, ausschütten. Ihr braucht den Mixtopf dann nicht trocken machen. Ja, jetzt geben wir 5 Eier hinein. Ihr könnt das Rezept sozusagen nach euren Eiweißmengen herstellen. Pro Eiweiß benötigt ihr nämlich 50 Gramm Zucker. Und eine Prise Salz. Geben wir gleich hier mit rein. Der kleine Messbecher bleibt draußen. Und wir werden jetzt unser Eiweiß praktisch erhitzen. 5 Minuten auf 80 Grad. Stufe 4. Ja, ich zeige es euch mal, wie es jetzt aussieht. So sollte es auch bei euch ausschauen. Schaut mal, so fluffig. Jetzt stellen wir ein, 8 Minuten ohne Temperatur. Stufe 2 mache ich dann später. Und hier habe ich jetzt pro Eiweiß, also pro Ei, 50 Gramm Zucker. In meinem Fall, ich habe 5 Eiweiß von 5 Eiern und hier 250 Gramm. Wenn ihr 6 habt, dann nehmt 300 Gramm und wenn ihr 4 Eiweiß übrig habt, dann nehmt 200 Gramm. Die Einstellungen bleiben immer gleich. 8 Minuten ohne Temperatur jetzt auf Stufe 2. Jetzt geben wir langsam löffelweise unseren Zucker dazu. Den müssen wir nicht pulverisieren. Es wird dann flüssiger, aber es wird wieder fest, glaubt mir. Ich mache das schon seit Jahren so und bis auf einmal hat es nicht geklappt. Wenn wir jetzt unseren Zucker drin haben, bei mir sind es jetzt noch knapp 7 Minuten gewesen, lasse ich einfach die Zeit runterlaufen und wenn meine Zeit vorbei ist, dann sehen wir uns wieder zum nächsten Schritt. So, meine Zeit ist jetzt abgelaufen. Ich zeige es euch mal, wie es aussieht. Schaut mal. Jetzt werden wir den Schmetterling entfernen.
dauert jetzt ein bisschen, bis wir das praktisch vom Schmetterling entfernt haben. So, schaut mal. So eine feste Konsistenz hat das jetzt. Jetzt habe ich hier ein Einweg-Spritzbeutel. Ist für mich am einfachsten. Dann habe ich das Babyzeug dann später auch nicht alles praktisch in der Spüle hängen und so weiter und so fort. Dann habe ich jetzt hier eine größere französische Spritztülle. Schaut mal, so sieht sie aus. Ich verlinke euch gerne dann unten in der Infobox den Link dazu. So, das gebe ich jetzt einfach in meine Einwegspritztülle. Die bekommt ihr überall für ein paar Cent, sage ich jetzt einfach mal. Wenn ihr jetzt auch so Muster hinein haben möchtet, so farbiges Muster, wie ich es jetzt hier habe, dann gibt einfach etwas Gelfarbe. Letztens hatte ich Lila, heute nehme ich Rot auf eine Messerspitze. Seht ihr das? Jetzt wird das anfangen ein bisschen zusammenzulaufen, aber dann gebe ich das praktisch unten hier hinein. Die Gelfarbe ist ein bisschen... Na, das wollte ich jetzt nicht, dass du jetzt da rauskommst und meine Gelfarbe jetzt da ist, wo sie eigentlich nicht hin sollte. Aber gut, jetzt ist es so. Die wird dann ein bisschen klebrig. Ich werde noch mal was nehmen, weil, wie gesagt, ist jetzt. Nicht da, wo ich sie haben wollte. So. Die ersten paar werden wahrscheinlich ohne Farbe rauskommen. Das sind dann weiße, aber das ist nicht schlimm. Ihr könnt auch komplett weiß lassen. Das bleibt euch jetzt überlassen. So, jetzt fülle ich das da praktisch in meine Tülle hinein. Schlag, ich gebe das einfach hier klar, schlag das um. Ihr könntet auch komplett farbige machen. Dann gebt ihr die letzten 1,5 Minuten einfach eure Gelfarbe hinein, ein paar Tropfen. Mein Backofen habe ich schon auf 90 Grad Obluft eingestellt. So, schaut mal. So sieht es aus. Ich mache es gar nicht so voll. Jetzt drücke ich das einfach hier runter. So, ich glaube, jetzt ist es besser. Ja, ich habe jetzt hier wieder meine Makaron-Backmatte, denn da sehe ich genau, wo die Punkte hin sind. Und dann ist es für mich einfacher, es gleichmäßig herzustellen. So, wie ganz wichtig ist jetzt auch, dass ihr nicht unten praktisch die Tülle aufs Backpapier oder auf euer Backmatte schon gebt, sondern so einen halben Zentimeter oben seid und dann einfach Tupfen macht. Und gerade halten die Back praktisch eure Spritztülle. So, jetzt müsste ich auffüllen. Ich zeige es euch mal. So sehen sie aus. Das könnte man praktisch auch grün machen. Und ich glaube, das mache ich jetzt auch. Ich nehme eine neue Spritztülle und tue eine Seite rot und eine Seite grün machen. Ja, das mache ich jetzt. Ich zeige euch das jetzt noch einmal. Ich habe jetzt hier eine frische Spritztülle. Jetzt nehme ich eine grüne Gelfarbe. Gib es praktisch. Ja, genau.
wie gesagt, ihr könnt es auch komplett weiß machen. Und welches Muster ihr macht, das bleibt wirklich euch überlassen. So. Und dann kommt noch die rote, gebe ich auf die andere Seite. Das wird toll. Das mehr machen wir jetzt auch nicht. Und dann füllen wir das praktisch nochmal hinein. Ich habe ja noch so viel, das gibt ungefähr gute 2 Backbleche. Deswegen backen wir auch Umluft. Ihr könnt es auch praktisch in einem Dörrer machen, wenn ihr das mögt. Ein Dörrautomat. Da dauert es halt etwas länger. Könnte theoretisch auch ein Tannenbäumchen spritzen. Also noch einmal. Also wir setzen wieder nicht ganz auf, sondern die ersten sind ein bisschen nackig. Aber das kommt dann. So, das Backblech ist fertig. Das räume ich jetzt mal weg. Mein anderes Backblech hier. So, jetzt und weiter geht's. So, und wenn ihr wollt, könnt ihr auch längliche Spritzen. Schau mal. Dann nehme ich praktisch auch immer das Maß. Und so sind sie da auch gleich. So, machen wir da nochmal tupfen. Neigt sich dem Ende zu. So, so sieht es jetzt aus. Ja, so sieht es jetzt aus. Und jetzt kommen sie praktisch für 2 Stunden bei 90 Grad Umluft in den Backofen. Nach den 2 Stunden noch 1 Stunde bei 80 Grad Umluft. Und wir sehen uns dann später, wenn sie fertig gebacken sind. Ja, und fertig sind eigentlich unsere Baisers. Schaut mal. Die Unterseite. Wenn ihr sie jetzt so eine Minute abkühlen lässt, auf eurer Backmatte sozusagen, dann lassen sie sich richtig schön nehmen. Das sind jetzt die praktisch, wo bloß so ein bisschen Farbe ist. Es waren die ersten, hier auch eine von den ersten, so weiße. Ja, das sind die mit Farbe. Schaut doch süß aus. Jetzt muss ich gucken. Ja, ja. Und das sind die anderen. Das heißt, das sind die länglichen. Wie gesagt, ich lasse sie, die sind auch richtig schön groß, die lasse ich jetzt aber noch ein bisschen auskühlen. Mal gucken, ja, das geht auch ab. Und das sind die 2-farbigen. Und wenn ihr sie jetzt komplett auskühlen lasst und dann in eine luftdichte Box praktisch verpacken tut, dann bleiben die euch auch lange so knusprig und fangen nicht an zu tränen. Ja, ich mache jetzt dann ein Dessert da draus. Mein Eiweiß ist verwertet und vielleicht war es ja eine Hilfe für euch, was ihr mit eurem Eiweiß anstellen könnt. Und viel Spaß beim Nachmachen. Eure Fantasie ist keine Grenzen gesetzt, ob ihr jetzt so kleine
Häufchen macht oder ob ihr Herzchen macht oder so längliche, wie ich jetzt hier gemacht habe. Das bleibt ganz euch überlassen oder ob ihr dann, bevor sie es backen tut, noch Perlen drauf gebt. Lasst eure Fantasie freien Lauf und ich bedanke mich jetzt bei euch fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.